Herzlich willkommen auf Robstar 180. Wir haben heute zwei Premieren. Zum einen sehen wir hier das erste Match von Robert Marjanovic auf diesem Kanal. 501 Double Out gegen einen echten Gegner. Diesmal kein PC oder sonstige Programme. Er muss wirklich 501 Double Out gegen einen echten Gegner spielen. Hier, wir sehen hier seinen Gegner bereits, Ben Behnke. Den hatten wir ja schon ein paar Mal thematisiert auf diesem Kanal. Bundesliga E-Dart-Spieler und er stellt sich heute Marjanovic im Duell 501 Double Out Best of 11 am Löwen E-Dart-Automat oder Soft-Tip, wie auch immer Sie dieses Spiel nennen wollen. Ja, und diesmal sogar mit Kommentar. Ich werde hier nichts erklären oder irgendwelche Ratschläge geben. Wir werden einfach ein Match 501 sehen zwischen den zwei, während die zwei hier immer noch dabei sind, rauszufinden über das sogenannte Bullen, wer das Match beginnt. Robert Marjanovic, natürlich ein exzellenter E-Dart-Spieler, jahrelange Erfahrung. Ben Behnke, ein starker Gegner. Wir sind alle gespannt, wie dieses Match ausgehen wird. Ben Behnke hat ja in den vergangenen Videos bereits gezeigt, dass er eine gewisse Klasse hat, sowohl beim E-Dart als auch beim Steel-Dart. Hier beginnt er mal ganz gemütlich mit einer 60. Marjanovic, der erste Dart in die 1. Schön korrigiert in die 60. 81 Punkte, ein solider Start. Wir werden auch zum Schluss noch die Averages einblenden, da ja bekanntlicherweise beim E-Dart das eigentlich ja, eine untergeordnete Rolle spielt und hier eher in Runden als in Darts gezählt wird. Das heißt, wir sind hier in der zweiten Runde und Marjanovic legt hier direkt los. 120 und die erste 180 im Match geht an den Freudenstädter. Und wenn wir schon bei Freudenstadt sind, das Match findet auch wieder in der Bierakademie in Freudenstadt statt. Es war ein langer E-Darts-Abend und mit einigen Highlights, mit vielen 180ern, vielen lustigen Geschichten drumherum, wenn man mal Pause gemacht hat. Ja, wenn man sich so lange nicht sieht, dann hat man sich einiges zu erzählen. Marjanovic legt hier los. 5 60er hintereinander. Der sechste will nicht. 100 Rest nach 9 Darts. Ein ordentliches Ergebnis bisher. Ben Behnke kann hier nur noch gucken, dass er zumindest mal auf einen Finish kommt. Schafft er 140 hinterher. Starke Leistung von beiden. 100 Rest. Wie wird das angegangen? 80 Rest. Versuch auf Tops, Tops. Noch einen. Daneben. Ja. Schöner Versuch. Ben Behnke hat hier noch die Chance als Vorleger das Leck doch noch zu gewinnen. Braucht jetzt die Triple 20 für Doppel 19. Schafft er nicht. Kann sich nur noch auf den 2-Dart-Finish stellen. Marjanovic 3 Frische für Tops Rest. Der erste Dart sitzt. Fünfte Runde, erster Dart bedeutet 13 Darts. Schöner Start. Direkt das Break geholt. Zweites Leck beginnt Marjanovic. Auch hier wieder direkt wieder in der 60 drin. Der erste beginnt wieder mit 140. Ganz starker Beginn von Marjanovic. Ben Behnke muss jetzt schon ganz schön rudern, damit er nicht gleich die Kontrolle über dieses Match verliert. Kann hier nur mit 59 kontern. Marjanovic steht schon wieder bereit mit seiner ungewöhnlichen Wurfbewegung. Viele fragen sich ja, wie er das so jahrelang so aushalten konnte, dieses krumm und schief dastehen. Kämpft ja im Moment mit ein bisschen Schulterproblemen, kriegt es langsam in den Griff. Man sieht auch hier, die Technik kommt wieder. Die Würfe sind sauber. Ben Behnke wieder hier nur mit 45 Punkten. Kann hier nur wieder hoffen, dass Marjanovic nicht allzu viele Punkte macht und davonzieht. Aber wieder eine Triple 20 und die nächste 140. Wieder nach 9 Darts auf einem Finish. Starkes Spiel auf jeden Fall. Behnke ist jetzt mal auch im 60er-Segment. Dieses markante Klingeln von dem E-Dart-Automaten kennen sich auch viele. Allseits beliebtes Geräusch. Marjanovic wird hier die 161 nicht ausmachen, muss aber auch nicht. Kann hier noch schön stellen mit dem Bullseye auf 72. Wieder nach 12 Darts. Zweistellig
optimales Ergebnis. Genauso wünscht man das sich als Dartspieler natürlich so weit unten wie möglich, um sich so viele Chancen wie möglich auf das Doppel zu erarbeiten. 72, der übliche Weg wäre jetzt Triple 16. Trifft hier nur die 8, überlegt kurz. Muss nicht unbedingt auf 14 Bullseye gehen, da Ben Behnke noch auf keinem Finish steht. Versucht hier die Triple 8, schafft er nicht. Kann sich Tops stellen und kommt wieder dran in der nächsten Runde mit 3 frischen Darts. Behnke hier findet mal wieder einen 60er. Nochmal ein, ja, schafft er die 180? Ja, die zweite 180 im Match. Im zweiten Leg geht hier schon mal ganz munter los. Aber Marjanovic hat hier die Chance, das Leg direkt zuzumachen, was er auch macht. 17 Darts diesmal, also insgesamt 30 Darts bisher für 2 Legs. Ordentliche Leistung. Ben Behnke beginnt jetzt das nächste Leg. Muss dieses natürlich holen, sonst wird es ganz, ganz bitter für ihn. Auch eine schöne Technik hier bei Behnke. Außergewöhnlich, aber sauber. 100 Punkte für den Start, da sagt keiner nein. Marjanovic rutscht ab in die 5, korrigiert aber sehr gut und hat wieder 2 Triple dabei. Ganz stark im Scoring bisher. Mal sehen, ob er das ganze Match durchhält. Wage ich zu bezweifeln, aber wir lassen uns mal überraschen. Behnke rutscht hier auch aus, kann auch korrigieren. 81 Punkte, rettet den Wurf noch irgendwie. Marjanovic ist hier aber quasi wieder dran und nimmt sich wieder den Anwurf. Und eine 100. Ja, ein bisschen unzufrieden nach so vielen Doppelklinglern natürlich. Da hat man am Blut geleckt und will mehr. Behnke auch wieder mit der 60. Nochmal eine 60. 200 Rest. 121 bloß. Ja, ärgert sich ein bisschen natürlich. Die ersten zwei waren schön geworfen und dann ein schlechter Wurf hinterher. Marjanovic kann ja auch nochmal korrigieren mit der Triple 19. Auch beim E-Dart natürlich eine sehr beliebte Methode, wenn man oben sich das Triple 20er Feld verbaut hat, nach unten zu gehen. Behnke stellt 153, ein Mega-Finish. Kann hier nicht nochmal anknüpfen an den letzten guten Wurf. Marjanovic will sie natürlich so tief wie möglich runterspielen. Was er auch schafft, wieder 2 Klingler. 60 Punkte Rest. Wir schreiben die 5. Runde. Könnte wieder so ein Leck werden mit über 100 im Average oder 100 im Average. Behnke kann sich hier auch nicht weit genug runterstellen, kann nicht genug Druck aufbauen. Marjanovic wird 2 Darts auf Tops kriegen. Und verpasst beide. Behnke jetzt mit der Chance, sein Leck noch, doch noch irgendwie durchzubringen, braucht aber das High Finish. Welchen Weg geht der? Geht über die Triple 19, trifft die 7. Schafft auch keine Triple 20, kann sich jetzt nur noch stellen auf 60. Und Marjanovic abermals wieder Tops, wieder 3 Darts. Wird er sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen. Muss hier runter auf die Doppel 10. Souverän, 3:0 Marjanovic. Starkes Spiel bisher. Ja, man muss hier immer ein bisschen warten, bis der Automat umschaltet. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für Steel Data wahrscheinlich, aber auch das geht. Marjanovic nur mit 60, also in dem Fall muss man sagen, wirklich nur 60. Nach den ganzen Highscores, die er bisher gezeigt hat, wird er ein bisschen enttäuscht sein. Behnke will hier natürlich angreifen, kann die in Anführungszeichen schwache Aufnahme von Marjanovic nicht nutzen. Auch wieder nur 60 Punkte. Und Marjanovic findet die Triple 20 sofort wieder. 100 Punkte, damit muss man eigentlich immer zufrieden sein. Beide Spieler übrigens auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Ihr könnt beide auf Instagram finden. Zeigen dort immer mal wieder das ein oder andere Schmankerl. Vor allem Marjanovic, der ein bisschen den Hang zur Selbstdarstellung hat, zeigt da immer mal wieder was in den Stories und seinen Beiträgen. Auf jeden Fall interessant. Klickt rein und verfolgt das Ganze mit. Instagram Robstar180 und Ben Behnke findet ihr unter Ben Behnke auf Instagram. Hier die 5 mit dem ersten Dart. Wieder eine schwache Aufnahme von Behnke. Kann hier einfach keinen Druck ausüben. Marjanovic kann hier eigentlich relativ gemütlich wieder dieses Leg bestreiten.
Na, der zweite kommt viel zu hoch. Den dritten kriegt er nicht mehr korrigiert. 221, das erste Mal in diesem Match, dass er nach 12 Darts nicht auf einem Finish steht. Denke, will hier das Bull treffen, die 25, um noch zu stellen. Auf die 170 schafft er nicht, kann nur gleich ziehen, 94 Punkte. Marjanovic braucht jetzt mindestens 60 Punkte. Verpasst hier die Singlezahl, aber wieder korrigiert über Triple 19. Schön gemacht, 139 Rest, mögliches Finish. Benke muss hier ganz viel Druck ausüben. Ja, erwischt mit dem letzten noch die Triple 20. Marjanovic 139, wird über die 19 gehen. Ja, Triple 19, 82 Rest, Triple 14. Ja, Tops Rest, ein Dart. Und wir haben das erste High Finish. Ganz stark gelöst. Also bisher alles dabei. 180er High Finishes, gutes Scoring. Also ein ordentliches Match. Auch hier wieder erstmal ein bisschen warten, bis der Automat auf grün schaltet. Genau, sonst zählen die Würfe nicht. Benke ist 4-0 bereits hinten. Muss hier wirklich ganz schön rudern, um hier noch das ein oder andere Leck zu holen. Marjanovic marschiert weiter. Wieder eine 100. Er kriegt einfach nicht genug von diesem Triple 20er Geräusch, so wie es aussieht. Benke kommt ein bisschen zu hoch. Muss runter switchen auf die 19, da das Feld oben verbaut ist. Beide Spieler übrigens mit einem L-Style Setup, das heißt Schäfte und Flights von L-Style. Benke spielt mit seinen Dynasty Darts aus Japan. Marjanovic mit Evolution Darts aus Deutschland und mit diesen wieder eine 140. Also es waren einige dabei. Wir werden es später nach dem Match noch ganz kurz besprechen in den Statistiken, was da alles passiert ist, wie die Averages waren. Gefühlt bei Marjanovic bisher so ein guter 90er Schnitt, würde ich mal sagen. Und solide Leistung, teilweise auf den Doppeln ein bisschen schwach, aber ausgeglichen durch das gute Scoring. Benke braucht die 180, um sich ein Finish zu stellen, wird er nicht schaffen. Kann hier wieder nur hoffen, dass er jetzt noch ein Triple erwischt. Schafft er nicht und Marjanovic kann jetzt hier tief in den Finish-Bereich kommen. Wird sich natürlich mindestens einmal eine Triple 20 wünschen. Fällt hier der Dart runter, auch kein Problem, keine Wurfbewegung. Ja, nur eine 60, 142 Rest. Wir schauen, was mit Benke macht. Der braucht ja zwei Triple, mindestens, um in den Finish-Bereich zu kommen. Nein, das Leck ist eigentlich auch schon wieder fast vorbei und Marjanovic steht hier kurz vor dem 5-0. Ja, muss nicht unbedingt ausmachen. Benke natürlich noch sehr weit weg. 92 Rest, ja, schönes Finish. Kann man über Bull 17 Bulls Eye gehen. Muss man aber nicht, je nachdem, was man sich zutraut. Benke hier ganz stark wieder drin. Könnte eventuell etwas zu spät sein. Marjanovic 92, welchen Weg geht er? Er visiert anscheinend die Triple 20 an, ja. Was jetzt? Tops, ganz stark, stellt sich auf Doppel 16 und wieder ein starkes Finish. Nach der 139 vorher im Leck macht er auch die 92 spektakulär aus mit 20 Tops, Doppel 16. 5-0 steht es hier. Wir sind im potenziell letzten Leck. Marjanovic mit Anwurf und wieder gut dabei. 95, guter Start, Triple dabei, alles gut. Und Benke weiß, denke ich mal, jetzt schon, dass dieses Match vorbei ist. Er kann eigentlich jetzt nur noch den Whitewash verhindern mit einem ganz starken Leck, einem Break. Sieht auf jeden Fall gut aus bisher. Aber auch Marjanovic kontert wieder direkt. Hat den ersten Triple schon dabei und wieder eine 140. Die sind natürlich sehr gut heute. Benke ist schon fast gezwungen, hier einen 12-Darter zu werfen. Kann hier aber nur drei Single treffen. 20, 19, 18 gibt zusammen 57 Punkte. Marjanovic geht jetzt runter auf die 19, um sich ein Finish zu stellen. Schafft er nicht. 208 und Benke braucht jetzt die 140. Alles andere wird ihm nicht weiterhelfen.
Kommt wieder viel zu tief, der erste Dart. Muss weit nach oben korrigieren, kann er gut machen. Ja, die 164 steht. Finish ist da. Ein wenig Druck für Marjanovic, aber der wird jetzt auch wieder versuchen, ganz, ganz tief runterzukommen. Ja, zwei Triple. 140 wieder. Hätte sich natürlich die 180 gewünscht für Doppel 14, aber auch so ein gutes Ergebnis. Benke schafft Triple 20, Triple 18 jetzt. Nein, schafft er nicht. Geht nochmal auf Triple 18, stellt sich ebenfalls 68 nach vier Runden. Marjanovic geht seine Triple 12 Route immer bei 68. Trifft er nicht. 16 Tops. Ein Matchstart. Und verpasst ihn. So, Ben Behnke. Letzte Chance, denke ich mal, um den Whitewash zu verhindern. Versucht auch die Triple 12. Geht jetzt auch den Weg über 16 Tops. Wird er den Whitewash verhindern können? Bisher noch nicht. Marjanovic jetzt wieder mit 3 neuen Matchstarts auf Doppel 10. Verpasst den ersten. Der zweite ist drin. 6:0 Whitewash für Marjanovic. Starkes Spiel von beiden. Wir schauen uns gleich nochmal die Statistiken an und sehen mal, was da alles so passiert ist. Natürlich der erste Blick auf die Averages. Wir sehen hier bei Marjanovic eine 91,09 stehen. Ben Behnke mit 79,53 kam mir etwas stärker vor, aber so ist Dart nämlich eben. Da kann ein schlechtes Leck viel ausmachen. Und bei den 140ern und 100ern, da sehen wir den Unterschied. Marjanovic mit 6x100, 6x140, Ben Behnke mit 6x100 und 3x140. Und das wird, denke ich mal, auch den Unterschied ausgemacht haben. Beide mit jeweils 180, Marjanovic mit dem High Finish von 139. Und das beste Leck, was hier gespielt wurde, waren 13 Darts. Bei Ben Behnke natürlich steht da nichts, da er, wie gesagt, 0:6 verloren hat. Starkes Spiel auf jeden Fall von beiden. Ich hoffe, es hat euch allen ein wenig gefallen. Heute mal etwas außergewöhnlicherer Kommentar meinerseits. Und wenn es euch gefallen hat, haut mal auf den Like-Button, wenn nicht, dann auch gerne auf den Dislike-Button, dann weiß ich nämlich das nächste Mal auch, ob ich das nochmal so machen kann. Mir hat es auf jeden Fall mal Spaß gemacht, so ein bisschen in der dritten Person von mir zu reden. Wie gesagt, ich probiere in nächster Zeit immer mal wieder was Neues hier auf dem Kanal. Würde mich freuen, wenn wir uns hier wieder sehen, wieder hören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst mir einen Kommentar da, Kritik immer offen dafür, lese ich gerne, beantworte ich gerne. Ansonsten wünsche ich euch allen Good Darts und bis bald.